Eine Tischkarte, ein Baum. So, wir benötigen Kleber, Bleistift, schwarzen Füllstift, Schere, dann Tonpapier in drei verschiedenen Farben, braun, blau und grün. Dann nehme ich zum Tauschen immer Backpapier. Eine Tischkarte mit einem Baum drauf. Da tausche ich jetzt einmal den Umriss vom Baum und vom Stamm ab. Und da brauche ich ein Stück Tauschpapier. Erstmal den Umriss mit dem Bleistift vom Baum. Einmal abpausen. Dann den Stamm. Das kann man eigentlich auch freihändig selber zeichnen. Aber wenn man mehrere Tischkarten machen möchte, dann nimmt man immer eins zur Vorlage. So, das ist einmal der Stamm. Dann geht es weiter. Wir schneiden es das mal auf. Den Baumstamm einmal. So, da haben wir jetzt den oberen Teil. Dann nehmen wir die Baumkrone, das grüne Papier, das Pausen, das malen wir hier jetzt nochmal die Umrandung ab, schön festhalten. Das ist die Baumkrone.
Krone. Für den Baumstamm nehmen wir braun. Das zeichnen wir noch mal die Umrandung ab. So, und dann brauchen wir das Braune für die Karte. Das halbiere ich jetzt einmal. Und dann nochmal die Hälfte. So, und knicke die Karte einmal da durch. Wir können die Karte natürlich auch noch ein bisschen kleiner machen. Ist doch ein bisschen zu lang. Das kürzen. Dann haben wir ungefähr ein Maß von 13 cm lang und 6 cm breit. Wir kleben dann den Baumstamm mit Oho auf die Karte. Und die Baumkrone. So, dann haben wir den Baum soweit fertig. Wenn man möchte, kann man noch ein Vogelnetz mit drauf malen mit dem schwarzen Filzstift. Und ein Vogel. Haben wir nochmal einen Vogel dazu gemalt. Und dann schreiben wir hier den Namen desjenigen drauf, der dann mit am Tisch sitzt. So, viel Spaß beim Nachbasteln.